Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Crust. Ja, in der letzten Folge haben wir ein, zwei Missionen gemacht, ein paar Urgent Missions, die uns gut Geld gebracht haben, was natürlich mega, mega cool ist. Heute werden wir ein, zwei andere Sachen noch uns vor allem anschauen müssen. Und zwar Forschung, wie läuft's da? Forschung wird natürlich mit Grünnetzakte wieder extrem lange dauern. Da müssten wir wahrscheinlich wieder ein bisschen investieren. Hier in den Markt. Crust Points. Das sollte mir jetzt einiges gekostet haben, aber dafür ist meine grüne Produktion wieder am Start. Wir haben jetzt außerdem gerade hier, wie es ausschaut, die Regolith-Produktion ganz schön hochgetrieben. Auf jeden Fall läuft er gut voll und produziert uns hier ständig nach. Was bei der Produktion von neuen Chips hilft, weil wir machen unsere eigene Mikroschaltungsproduktion aktuell. Das ist natürlich noch viel besser. Ja, wir haben hier hinten auch das ganze Regolith, Multiregolith und alles, die seltenen Erden ausgegraben schon. Da sind wir gut dabei gewesen. So, Cargo Truck ist aber idle und das ist eine sehr ungute Sache. Eigentlich, so warte mal, was schluckst du eigentlich? Titan und Stahl. Das ist Titan, also eigentlich alles in der Nähe. Warum tue ich das nicht verbinden? So, warte mal. Förderband. So. Förderband hier wieder anschließen und ran da. Und schon sollte das Ganze ein bisschen besser laufen. Wir kriegen bloß nicht so viel Titanmaterial ran, wie wir gerne hätten. Auch hier scheinen wir ein bisschen Jetzt sollte das auch besser laufen. Wenn hier die Förderung natürlich dementsprechend vonstatten geht. Wir haben natürlich jetzt hier hinten auch eine Riesen angeschlossen. Aber wir müssen auch hier vielleicht mal upgraden. So, schauen wir mal, dann sollte das ja relativ flott jetzt laufen. Und uns die ganzen Ressourcen ein bisschen schneller an die Hand geben. Schau das mit dem Zwischenlager aus. Da siehst du genau, was drin ist. Urgent Contract Available. Nope, nope. Und, ah, das ginge. Ansonsten muss ich leider absagen, das geht nicht. Ja, jetzt langsam gleich kriegen wir auch die Lager hinten leer. Research complete, zu den Forschungen, schick. Kolonisteneinstellungsmarkt ist gleich gar nicht schlecht. Wenn wir mal haben. Denn der Hightech-Markt, schicken sie Ressourcen für neu ankommende Flüchtlinge an die Alik-Station. Schauen wir nochmal kurz auf die Map. Alik-Station war hier unten irgendwo. Was waren die Leak-Stationen jetzt wieder? Rettungskapsel? Nein, das war's auch nicht. Der ist viel zu voll hier. Gut zu wissen, dass wir aber hier noch Sachen abholen können. Let's go. Bin gespannt, was hier Camp der Überlebenden ist. Vom Alik, war das das hier? Die Distanzation von Alik, ah, ja, genau. Okay, Medizin, Nahrung. Lass mal hier, ich bin noch nicht ganz fertig.
Stahl haben wir sicher. Medizin, glaube ich, eher weniger. Nahrung auf. Sollten wir auch so viel haben, glaube ich, mittlerweile. Schauen wir mal in die Kühlschränke. Ja, easy haben wir so viel Nahrung. Die Frage ist, wie viel Medizin habe ich auf Lager? Habe ich Medizin auf Lager? Und wenn ja, wie viel? Nein, habe ich null. Das Lager ist auch boomvoll schon. Research complete. Research complete für den großen Kühlschrank. Hier unten geht es aber auch gut voran und der produziert natürlich jetzt ohne Umschweife selber. Kriegst du ja auch ein Upgrade dazu, damit du ein bisschen flotter bist, weil die Teile brauchen wir doch irgendwie regelmäßiger, wie ihr wahrscheinlich am Anfang vermutet. Also solange es vorangeht, er hier produziert auch fein. Das ist gut. Na, jetzt fühlt sich aber langsam das Zwischenlager auch wieder von der Masse, die wir haben. Also auch als die Lager sind bummvoll mittlerweile. Ja, wir brauchen für das alleine schon wieder ein großes weiteres Lager. Mit einem Förderband. Nein, abbrechen. Förderband 2 von. Nein. Ach, come on. Also, der Förderbandbaumodus ist hier echt schlimmer wie in allen anderen Spielen, die ich bis jetzt hatte. Und du nimmst bitte Silizium. Dann wird nicht unser Tank mal wieder leer. Urgent Contract. Du brauchst zwei Sachen. Eine Sache, die ich nicht habe. Ich muss dich leider darüber informieren, dass wir sowas nicht besitzen. Aber wir produzieren gut Nahrung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kann man die auch vielleicht mal abtransportieren, die Dinge? Idle Rover, was ist hier? Voraussetzung 1, erforderte Ressourcen. Guck mal, oh, was? Wie erforderte Ressourcen? Ein Kämpfer, menschliche Überlebende. Also das brauche ich alles. Das sollte aber möglich sein. Privates Labor untersuchen. Die Forschung sollte auch voranrattern, wie blöd. Wir nutzen nochmal hier die Laufzeit, um die Pilzfarm voranzukriegen. Weil wir haben ja doch relativ viel Zeugs da. Vielleicht sollten wir auch eine Ladestation mal hier unten bauen. Kann ich das hier unter Ladestation? Yes. Und direkt am Eingang eine Ladestation. Direkt Anschluss von oben. So, weil dann haben wir hier unten auch eine Ladestation. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Die Sache ist, wie kann ich das umschalten? Ich will nicht nur den einen Roboter, ich will die Cargo-Transporter bauen. So, warte mal. Das ist ein. Ah, du stimmt, du hast gesammelt. Warte mal. Camp ist hier. Dafür brauche ich zwei Leute, da kriegt der Eisen alles raus. Irgendwas mit dem Plus in der Nähe. Ah, dann kehr du
zur Basis zurück. Dann kriegst du nachher die Mission mit den Leuten. Oh ja, Lager ist für Aluminium bummvoll. Dann wird das Alu-Lager vergrößert. Du wirst Aluminium beinhalten. Das ist natürlich das Lager auch schon relativ voll. Und wenn das Lager steht, wird das viel besser. Schau dir an, wie voll die Lager sind. Lecco mio. 20 Microcircuits. Und wir sollen natürlich ihnen hier die Sachen schicken. Da habe ich nicht genug von und von denen überhaupt nicht. Aber ha. Also das da ist ja schon allein verlockend. So, jetzt können wir hier wieder produzieren, das ist super. Research complete. Research complete. Zur Forschung. Sind alle da dran, das sollten noch 30 Tage dauern, hoffentlich. Vegetable Selection. Dann haben wir relativ viel hier schon in den Bereich reingeforscht. Das sollte es ganz gut machen. Keine Nahrung mehr, okay. An dir fehlen die Nanoröhren. Ja, grundsätzlich sind wir sehr gut dabei, immer noch. Ich sag's, zwischendurch bin ich echt müde. Zwischendurch könnte ich echt schlafen einfach. So, was ich jetzt hier mache, ist nicht notwendig, aber ich sehe es gerade als Vorteil. Vielleicht, dass wir auch Sachen einlagern können zwischendurch wieder. Ich stelle genau hier zwischen ein Lager auf. So. Du bist dann für Titanoxid. Aber vielleicht räumen sie dann den Boden hier auch mal auf. Das wäre natürlich super. Ich glaub's doch nicht, aber es wäre schön. Sie räumen, glaube ich, gerade eher das Regolith hier hinten raus. Der Tank ist immer noch bei 0, was ich erstaunlich gut finde. Finde ich sehr, sehr gut. Du läufst auch. Wir können jetzt eigentlich mal schauen, was wir noch an Produktion aufsetzen können. Package delivered. Ah, Confirm Cargo Unload. Dankeschön. Ich war gerade mitten in der Produktionsüberlegung. Das machen wir gerade schon. Eine Kohlefaserfabrik muss ich halt innen produzieren. Ich brauche zwei Menschen dafür. Bedeutet, ich hänge da gerade ein bisschen. Das ginge. Eine Kraftstofffabrik, das könnte ich mir leisten. Fabrik für modulare Terminals. Braucht ihr hier so einen Monteur? Da kann ich aber gleich erst das die Ulti-Variante machen, oder? Ja, hier. Aber wenn ich hier gucke, Nanoröhren zum Beispiel, kann ich nur unter bestimmten Sachen machen, genau. Aber warte, das... Es ist immer so... Okay, da brauche ich aber auch das für... Um die Nanoröhren zu machen. Okay. Eine Kontrolleinheit. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Das darf man nicht verneinen. Oder das sollte man nicht nur verneinen. Sie räumen gerade hier das komplette Ding leer. Bloß ich hätte halt gerne diesen Transporter. Wie mache ich den denn? Aber ich glaube, ein Transporter wäre für die Situation auch ganz praktisch. Ich kann ja hier nur meine machen.
Und Miner wollte ich ja grundsätzlich nicht. Miner stand ja nicht mal auf dem Plan hier. Das ist die nächste Sache. Urgent. Was willst du? Ich habe leider keinen Kraftstoff. I don't have Kraft. Oh. Gott, die Müdigkeit kommt heute zu mir. So. Ja genau, du machst es. Ah, das Schalter kann auch Personal wiederum rein. Interessant. Die Pilzfarm, ja, die braucht halt ein bisschen biologischer Lebensmittelanbau. So. Wir können höchstens mal schauen, was es bringt, wenn wir Silizium verkaufen. Aber Silizium ist gerade auf dem All-Time-Low, bedeutet, ich krieg ein Saldo 80.000 raus, wenn ich 600 verkaufe. Das heißt, wir kriegen jetzt einfach mal die Mission hier. Habe ich jetzt gerade Kauf geklickt? Ich habe Kauf geklickt. Oh, ich bin so dumm. Okay, was ist, wenn ich es fair kaufe? Okay, das wird 3000. Oh Gott. Schlechter Handel, schlechter Handel. Saldo 60.000, wenn ich 500 verkaufe. Hä? Was für der Gewinn wäre gerade so das? Titan ist auch auf dem Low. Aluminium auch. Titanplatten. Wenn ich 100 verkaufe, wie viel mache ich? Gewinn 40.000. Dann natürlich Titanplatten wieder raus. Ist zu viel. Ich muss gucken, was ich mit einer Lieferung machen kann. Gewinn 47.000. Modul. Oder ich muss erstmal wieder nicht hier raushauen. So, weg damit. Komponenten ist nicht wieder teuer geworden, schauen. Ein Gewinn von 80.000. Verkaufen. Es waren 58 Teile nur. Die Produktion sollte ja... Ja, okay. Sie ist immer noch lahm. Vielleicht baue ich da noch eine zweite hin in dem Fall. Parts Factory. Von hier. Okay. Und dann ein Förderband. Was einfach hier hinten rankommt. Bei 35.000 machen wir jetzt gerade mal kein Upgrade, bitte. Wir verkaufen aber gleich wieder das Silizium. Und wir schauen, dass wir was verkaufen können. Gewinn von Dingen nur. Also kann man größere Frachtkapseln, die wir kaufen können. Für 20 Tage eine größere Frachtkapsel, die 9000 transportieren kann. Ihr könnt es auch einfach von direkt hier oben nehmen. Wenn wir sogar ein bisschen Überproduktion schick.
Mikrochips werden auch produziert, das macht es natürlich noch ein bisschen besser. Schauen wir mal, haben wir noch ein paar interessante. Nepra. 45 davon, okay. Aber ich kriege ja gar kein Geld. Das könnte ich mittlerweile sogar schon liefern. Ressourcen senden. Senden. Die müssen halt gerade kurz mal diese Lithium an. Alter, 500. Habe ich übertrieben? Eventuell. Aber mein Cargo-Truck steht auch wieder, ne? Genau, wir schauen mal auf die Karte, auf die Map. Aber wir hatten ja hier das überlebende Camp. Schau dir mal bitte den Notruf an. So, der Kollege fährt jetzt hier rein und wartet auf Befüllung. Dann wird Tonnen an Transport machen. Urgent Contract. Ne, es geht jetzt gerade echt schlecht. Das besitze ich noch nicht mal. Die Sache, die haben schon wieder Contracts da im Kopf drin, die sind der Wahnsinn. 13 Tage, bis das durchläuft. Puh. Das ist übel. Das ist richtig übel. Ah, schön, aber jetzt sind sie schlau, jetzt nehmen sie das Lager hier auseinander. Und das macht es mir wesentlich angenehmer. Weil natürlich die Lieferzeit so kurz wird. So, okay. Okay, okay. Das ist hier schon wieder voll. Ihr produziert fein. Das war zwar nicht viel, aber es hat wenigstens die Situation ein bisschen entschärft. So, du brauchst nur 26 von den anderen Modulen. Und hier müssen wir dann auch nachfüllen, damit die Mission starten kann. Und der ist auch wieder weg. Da sollten wir sogar noch das gute... Jawohl, schön. Wir haben so viel Silizium auf Lager, das ist der Wahnsinn. Aber trotzdem, wie zur Hölle kann ich das andere machen? Ich habe ja hier Ingenieurswesen. Ne, gerade in Fundamental. Diese Transportdrohnen erforscht. Rekonfiguration für Transportdrohnen. Ermöglicht den Zugang zu speziellen Drohnen, die für den Transport von großen Mengen an Fracht und den Abbau von Regolith entwickelt wurden. Okay. Bedeutet aber auch, ich müsste den bauen können, richtig? Okay, mobile Bohranlagen und Eis, okay. Ladedock, Verladestelle für die Verwaltung von Gütern genutzt, die Schwerlastfahrzeuge gehen für den... Mhm. Ich hätte am Ende vielleicht nochmal was ganz Simples diesmal. Picked up an unusual signal, seemingly emanating from a mobile drilling rig that was hit by the explosion. Uh-huh. These colossal machines serve as self-contained lunar regolith mining platforms. They are scarce and costly, but deploying them in resource-rich areas has proven highly lucrative for our business. Mm-hmm. We mustn't let this opportunity slip away. We must investigate the signal site immediately. Signalherkunft untersuchen. Schicken Sie einen Rover zum letzten bekannten Standort der MBA. Okay. Werden wir auf jeden Fall machen, aber wir haben gerade alle unterwegs. Der Contract war auch sehr ergiebig.
Trotzdem hätte ich gerne herausgefunden, was ich machen kann. Ah, das ist Transportdrohne. Okay. Bitte einmal abreißen. Ja, okay, das war klar, dass das wieder ein anderes Gebäude ist, ne? So. Hier und... So. Ja, aktuell liefern sie alles hier hoch. Sie geben sich Mühe, das Ganze hier voranzukriegen, damit wir arbeiten können. Beziehungsweise die Missionen durchlaufen. Aber wenn wir eine Transportdrohne haben, wird es halt um einiges easier, wenn wir das ein bisschen ausbalancen. Dann sollte vieles einfacher laufen. Und wir sollten einige weniger Probleme kriegen. So, wir haben jetzt schon viele verforscht. Was ist forschen wir auch noch? Und wir haben jetzt rein theoretisch für die Lebenserhaltung hier so eine Pilzfarm. Holy shit, ist die groß. Ah, die hat ein Autoausgabesystem, okay. Die auch hier. Dann bauen wir mal einen Nebenraum wahrscheinlich. Warte mal, Drill Operations hier wieder auf. Ich bräuchte... Wenn man es nicht anders machen kann. So, Research Complete für Kolonisten-Ding. Superb. Ja, sie müssen immer noch hier beladen, aber da fehlt noch ein paar Sachen. Das müsste jetzt dann eigentlich fertig sein, oder? Da kommen die Einzelteile noch. Das müssten jetzt dann alle sein. Yes. Oder nee? Ah, jetzt hat er. Bitte, der Transporter müsste jetzt hier losfahren. Genau, der ist vollgeladen und ready to go. Das Ding steht auch schon. So, jetzt werden zwei umkonfiguriert. Jetzt bin ich schon fertig nach da hinten und kann mehr transportieren. Alter, ist so viel passiert hier. Wir sind zu dritt, wir haben Nahrung und Wasser, brauchen 4 und buchten 4 und 5, haben keinen Druck, benötigen Reparaturmaterial, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Aufgrund der Interferenzen ist es schwierig, die genaue Position, bestimmte Signaldaten zu erforschen. Die Nummer 23 wird die Details herauszufinden. Müssen wir Suchgerät losschicken, ernsthaft? Würde du, Arsch, jetzt tankt der auf sozusagen, nimmt sich mehr mit und fährt dann wieder. Alter, wenn wir doch sicher 5 machen, weil die anderen haben großteils denselben Auftrag hier. 5 Stück davon bitte. Die sind halt um einiges effektiver wie der Rest. Wenn die da reinfahren, räumen die auf. Das ist halt echt gut. Belohnung halten. Einfach so? Ah ne, weil wir die Mission abgeschlossen haben. Das ist ja nur Silizium. Silizium ist ja sowas von boring. Das ist ein Notruf. So. Eieieiei. Mal wieder eine Suchaufgabe hier. Auch nicht schlecht.
untersuchen. Ich bin James Samuel, Stationsleiter von Charlie... Find the Charlie Base, okay? Dank, dass du uns aufgesucht hast. Jetzt brauchen wir deine Hilfe, um die Station zu reparieren und weitere Zerstörungen zu finden. Und wir brauchen dringend Industriematerialien, die wir früher von Evergreen bezogen haben. Ihre Anlagen sind allerdings nicht mehr erreichbar. Obwohl wir über ausreichend Lebensmittelvorräte verfügen, muss die Reparatur der Station Vorrang haben. Da der Schaden die Integrität der Station gefährdet, wir schicken dir eine Liste. Sollte ich alles sogar haben? Cool. Oder wir schicken die Kollegen dann nachher da gleich hoch. Confirm Cargo Unload. Achso, ja. Hauling. Ah, das ist doch Regolith, oder? Ich mache einfach mal hier ein Lager hin dafür. Das ist kein Regolith. Blaues Icon. So, jetzt ist der Asche. Jetzt sammeln sie es nämlich wieder. Aber das ist auch Regolith. Gut, jetzt können die das nicht ganz leer pumpen hier. Wir machen jetzt noch 5 so Drohnen und dann sollten wir relativ gut bei der Arbeit sein. Du merkst auf jeden Fall, dass der Geschwindigkeit vom Sammeln höher geht mit den Dingern. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. So. Für dich haben wir eine Mission auf dem Mond. Wo ist er denn? Charlie. Expedition ausführen. Transporter auswählen. Alles vollfüllen. Senden. Das sollte für uns kein Problem sein, von der Masse her. Aber mit den Transportern bin ich jetzt schon sehr happy. Aber warum darf ich zum Beispiel hier nichts reintun? Den füllen sie an. Da, wo Titanoxid ist, was das ja auch hier ist, warum nehmen sie das nicht mit? So Sachen, die ich nicht so ganz verstehe zwischendurch. Genau, jetzt haben wir hier 4, 5, 5. Wasting Science Points, und zwar von den Grünen diesmal. Uffala. Sozial. Mach den Tisch hier. Das sollte aber ganz gut laufen. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben relativ viel geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.